Bitte kommen Sie näher. Noch näher. Ja. Wenn wir einen Mann haben, das ist, das handelt sich nur um ein sehr, sehr freundliches Treffen. Bevor wir anfangen, möchte ich nur zuerst Sie alle sehr herzlich willkommen heißen. Ich glaube, dass viele von Ihnen diese Botschaft in diesem Raum gut kennen. Aber für diejenigen, die den Raum nicht kennen, nur ein paar Worte. Der heißt Salon de Vambèze. André de Vambèze war der Maler, der die Bilder gemalt hat, die Sie in der Höhe sehen. Und wie Sie schon gemerkt haben, haben all diese Bilder ein gemeinsames Thema, nämlich die damalige moderne Technologie. Aber leider hatte der arme Maler André de Vambèze keinen großen Erfolg, denn mein Vorgänger, ich muss gestehen, ich habe seinen Namen vergessen, vielleicht habe ich seinen Namen vergessen wollen, meinte, dass einige dieser Bilder skandalös wären. Und wenn der Kaiser Franz Josef einmal die Botschaft besichtigen sollte, der Kaiser auch schockiert sein würde. Und nämlich die zwei Bilder da in der Ecke, die Sie sehen, wie Sie feststellen können, gehen diese beiden Damen alleine, ohne Begleitung und ohne Überwachung spazieren gehen. Und bitte sehen Sie auch die sehr lässige Haltung dieser Dame am Telefon. Da sowas ist natürlich unannehmbar. Und deswegen sollen Sie der arme André de Vambèze die Bilder mit sich nach Frankreich wieder nehmen. Und erst vor, glaube ich, 30 Jahren oder sowas kamen diese Bilder hierher zurück. Damals hatte man einen gewissen Sinn der Moral, der Ethik und des guten Benehmens. Aber jetzt natürlich haben wir keinen Sinn. Wir leben nämlich in einer Welt der Rekonstruktion. Und das erklärt vielleicht, warum wir uns so schwer. Ja, bestimmt. Das ist für uns natürlich eine sehr große Freude, hier heute zusammen mit Ihnen zusammen zu sein. Wir kennen Sie sehr wohl, wir haben viele Beziehungen. Sie haben beständige Beziehungen mit dieser Botschaft, mit den Botschaftern, gehabt. Aber heute, wie Sie alle wissen, ist es eine besondere Gelegenheit. Heute Abend wird diese Vergabe des Ehrenzeichens uns die Möglichkeit geben, ihre Verdienste Frankreich gegenüber, aber nicht nur Frankreich gegenüber, der Kultur gegenüber, der Philosophie, dem Denken gegenüber, daran zu erkennen. Für sie hat der Begriff freies Denken oder Meinungsfreiheit eine sehr anschauliche Bedeutung. In ihrer Jugend haben sie dafür einen teuren Preis bezahlt. Als sie in Ost-Berlin waren, bei der Humboldt-Universität, haben sie sich politisch engagiert. Aber damals dürfe man sich nur in eine Richtung engagieren und sie haben die falsche Richtung gewählt. Und das haben sie mit ihrer Freiheit bezahlt und sie sollten im Gefängnis sitzen. Aber das heißt, dass wenn Sie heutzutage über Philosophie, über Denken sprechen, Sie genau wissen, worum es sich handelt. Nach Ihrer Befreiung sind Sie nach Frankreich umgezogen und Sie haben dort eine lange Zeit verbracht und Beziehungen mit einem größten französischen Denken unserer Zeit verknüpft. Ich werde sie nicht alle zitieren, sie sind natürlich sehr bekannt. Jacques Derrida, Foucault, glaube ich auch, Jean-François Lyotard und so fort und so weiter. Lacan auch, Jacques Lacan. Ich habe nur einmal mit ihm im Telefon gesprochen. Und 1979 wurden sie Doktor in Philosophie, Magna Cum Laude. Und in 1987 haben sie den Passagenverlag gegründet. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen,
indem Sie sagen, dass es von einem rein wirtschaftlichen oder finanziellen Standpunkt vielleicht ein verrücktes Unternehmen war. Aber trotzdem ist es Ihnen gelungen, nicht nur den Verlag zu gründen, sondern auch ihn weiterzuführen und immer im Leben zu behalten. Aber Ihre Absicht war natürlich vor allem eine intellektuelle Absicht. Ich darf Sie zitieren in diesem Interview. Sie hatten die Intention, das französische Denken der Postmoderne und der Rekonstruktion, das sind wir, im deutschen Sprachraum bekannt zu machen. Und natürlich haben Sie und Ihre persönlichen Beziehungen mit den Philosophen auch in dieser Hinsicht benutzt. Vielleicht gab es auch hinter diesem Gedanken eine, ich würde fast sagen, politische oder politisch-philosophische Absicht, nämlich die, den Autoren zu erlauben, besser kennenzulernen, die gegen das totalitäre Denken geschrieben hatten, gegen die Versuchung, ein System wie mit Hegel zu bauen. Und die Philosophen, die sie veröffentlicht haben, stehen alle in diesem Zusammenhang und teilen die Ablehnung von irgendwelchem System, das zu systematisch, zu totalitärisch erscheinen könnte. Sie haben auch mehrere Zeitschriften veröffentlicht und veröffentlichen diese Zeitschriften immer noch, und dadurch sind natürlich auch viele Artikel veröffentlicht werden, die für den heutigen Gedanken wichtig sind. Sie haben auch in diesem Interview gesagt, dass Sie natürlich einen persönlichen Genuss empfinden. Einen Satz mag ich sehr, Sie sagen, ich setzte mir mein philosophisches, intellektuelles Universum zusammen mit meinen Autoren. Und ich finde es fabelhaft, so in einer intellektuellen Welt mit Autoren, die man auch Persönlichkeit hat, aber mit denen man auch intellektuelle Austausche hat, in so einer Welt leben zu können. Natürlich ist es für uns Franzosen besonders günstig, dass Sie hier waren, denn dank Ihnen kennt man in Österreich und auch in Deutschland Philosophen, Denker, Schriftsteller, die ohne Sie sonst ganz unbekannt bleiben würden. Deswegen sind Sie wie ein Vermittler oder, wenn ich so ausdrücken darf, wie ein Fährer zwischen Frankreich und dem deutschsprachigen Raum, zwischen unseren Philosophen und denjenigen, die hier leben. Ich hoffe, dass Sie uns den Sinn des Wortes Passagenverlages erklären werden. Aber wie ich ihn sehe, das ist ein wunderbarer Ausdruck, ein wunderbares Wort, Passage. Es kann auch viele Bedeutungen haben, aber es ist für mich ist auch Vernetzung und auch Übergang. Auf einer Brücke in Wien steht eine Inschrift, die sagt, alles ist Übergang. Aber Sie haben einen sehr reichen Übergang zwischen unseren Kulturen erlaubt. Und deswegen werde ich Ihnen jetzt diesen Orden überreichen. Das soll ich auf Französisch sagen. Monsieur Peter Engelmann, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
ich doch sehr bewegt bin von diesen, Worten, von dieser, Auszeichnung. Botschafter, meine Damen und Herren, liebe Freunde, über die Rolle Frankreichs in meinem Leben zu sprechen, wäre Eulen nach Athen tragen. Ich glaube, Sie wissen alle, wie wichtig dieses Land für mich war. Als ich 1973 von der Bundesregierung, der Botschafter Herzog, freigekauft wurde, war ich doppelt frei. Einmal war ich frei, hatte ich das unverschämte Glück, von dem ich nichts geahnt habe, das Gefängnis zu verlassen, in dem ich noch lange Zeit hätte sitzen müssen. Ich war froh und frei, die DDR zu verlassen, in der ich keine Zukunft hatte. Aber ich war auch frei in einem anderen Sinne. Ich hatte niemand mehr, ich hatte nichts mehr, ich hatte keine Familie, ich hatte keine Freunde. Ich bin in ein fremdes Land gekommen. Und in dieser Situation, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, hat Frankreich mich aufgenommen. Ich habe dort eine Familie gefunden, ich habe dort Freunde gefunden. Und Sie haben es erwähnt, ich habe eine neue intellektuelle Heimat gefunden, was für mich als Philosophen, der auch für seine Philosophie eingestanden ist, sehr wichtig war. Als wir 1973 mit Michel Foucault und anderen französischen Philosophen uns immer wieder in Paris darüber unterhalten haben, warum, oder nicht nur warum, weil das es nicht angeht, dass das zeitgenössische französische Denken blockiert ist, dass kein Verlag sich um dieses Denken kümmert, dass die Universitäten sich nicht um dieses Denken kümmern und nicht nur nicht kümmern, sondern es denunzieren als rechts, als unkritisch, als fortschrittsfeindlich. Da haben wir uns einen Plan gemacht, in dem ich als Jüngster und als Deutscher die Rolle bekommen habe, ihn zu realisieren. Nämlich eine Initiative im deutschen Sprachraum zu starten, die diese Blockade aufhört. Also das Passagenprojekt war von Anfang an ein intellektuell-politisches Projekt. Und wer sich an die Jungen natürlich nicht, aber wer Michel Foucault kennt, weiß, dass er eminent politisch war und eminent solidarisch mit der französischen intellektuellen Welt. Er selbst war ja in Deutschland publiziert, weil er bei Habermas, Zurkamp Verlag, als Ideenhistoriker durchgehend fälschlicherweise, muss man ja sagen, und deshalb einen Namen hatte. Und seine Idee war, dass er seine Vorlesungen im Collège de France für dieses Projekt zur Verfügung stellt, was ja nicht ohne ist, und damit wir eben die Kollegen durchführen, ich sag mal, in Deutschland mit dem Prestige, was er schon hatte. Leider kam es dazu nicht. Er ist 1984 mitten in den Vorbereitungen gestorben. Und damit war natürlich dieser Plan blockiert, weil die Erben darüber entscheiden konnten und die wollten lieber Geld machen als ein politisches Projekt realisieren. Aber ich habe es trotzdem einfach im Sinne, auch im Sinne Michel Foucault, aber auch einfach treu dem Projekt durchgeführt. Sie wissen, was daraus geworden ist heute, ist das Passagenprojekt bestimmt eines der wichtigen intellektuellen Brückenprojekte zwischen zwei Nationen, zwischen Frankreich und Deutschland, aber auch ein Beispiel für andere Brückenschläge. Passagen, Name Passagen Verlag kommt natürlich einmal von Benjamins Passagenwerk zu Paris, aber auch aus der Idee heraus, dass der Passagen Verlag etwas Unabgeschlossenes, Unideologisches, auf dem Weg befindliches, über Brücken gehend, mit unbekanntem Ausgang ist. Also insofern, nachdem sich ich schon in den 30 Jahren oder fast 30 Jahren schon sehr viele Interpretationen oder Erklärungen für den Namen gehört habe, die mir selbst nicht eingefallen sind, finde ich, es ist ein guter Name, weil er genau das erreicht hat.
Ja, es ist eine große Ehre, eine bewegende Ehre, diese Auszeichnung von Ihnen, von Frankreich zu bekommen. Und ich möchte Sie nicht in den Champagner entlassen, bevor ich mich bedankt habe. Ich möchte mich natürlich bei meiner Frau Alexandra bedanken, die, ich glaube, die sehr gut erkannt hat, wie verrückt dieses Projekt ist und also wie bürgerlich idiotisch eigentlich, aber die selber genug Abenteuergeist hatte und auch Engagement würde und ja auch mit allen diesen Freunden befreundet war für dieses Denken, dass sie es eigentlich, dass sie es immer unterstützt hat und hoffentlich wird sie das weiterführen. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern des Passagen Verlages, die im Laufe der Zeit da waren und die jetzt da sind, bedanken. Ich möchte mich bei den Autoren, Übersetzern bedanken, ohne die so ein Projekt natürlich nicht geht, aber nicht zu vergessen sind die Buchhändler, die Journalisten, all die, die mitgerissen werden von so einem Projekt und sich für dieses offene Denken, für das unideologische, antitotalitäre Denken einsetzen, immer wieder engagieren, obwohl es nicht leicht ist. Die Buchhändler haben den Druck des Marktes, Bücher zu verkaufen, die halt dann blöder sind, aber Geld bringen. Und die Journalisten müssen die Verlage bedienen, die Anzeigen schalten. Also es sind wirklich viele, viele Leute dabei, die sich engagieren und die etwas dafür tun und etwas dafür geben. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich hoffe, dass das Beispiel der Freunde des Passagenverlages, das ist ein Verein der Zivilgesellschaft, der sich um dieses Programm bemüht, dass der Schule macht, weil allein, ich glaube, nur die Zivilgesellschaft kann uns letztlich retten gegen viele Übel, unter anderem auch gegen die Verblödung durch eine Massenproduktion, die nur auf Geld ausgerichtet ist. Vielen Dank. Und ich denke, dass diese Ehre, die mir heute zuteil wurde, euch allen genauso gebührt, die dabei geholfen hat.